In der letzten Episode. Ich freue mich lieber mit den Hasen an. Ich weiß, es ist jetzt nicht so wirklich survivalisch, aber die kleinen Viecherchen, Mensch. Und so geht's weiter. There must be signs of Astrid around here somewhere. Und damit willkommen zurück bei The Long Dark Wintermute. Ja. Wir haben es geschafft, am Wolf vorbeizukommen und haben nur ein bisschen von der Fackel eingebüßt. Sehr viele Streichhölzer verloren bei einer der Federn, die ich aufgelesen habe. Ja, wenn man sich knapp verklickt, das sind hier nur Steine. Okay, gut, hier gibt es leider nichts, wie ich eigentlich anders gehofft habe. Es wird jetzt inzwischen auch dunkel, es ist nachts und ich hoffe, dass wir schnellstmöglich irgendwo anders hinkommen. Einfach weil ich lieber tagsüber laufe. The road. Great. I'm not as lost as I thought. Ja, also eine Straße. Und wir sind nicht ganz so verloren. Ja, das ist doch schon mal gut. Da vorne sind auch noch mehr Autos. Ja, der Kofferraum ist schon mal leer. Fahrzeuge, suche Unterschlupf. Autos können als Unterschlupf dienen und dich vor Wind und Raubtieren schützen. Vielleicht findest du sogar Vorräte im Handschuhfach oder Kofferraum. Tja. Mann, ist das dunkel. Ich sehe selber kaum noch was. Also, ich teile euer Leid. Ich mache das aus Gewohnheit. Thank goodness. Ah, cool. Eine Gipfelbrause. Also die haben sie noch. Ja. Ansonsten sehe ich hier in diesen matschigen Farben gar nichts. Ich bin aber jetzt auch zu geizig, muss ich ehrlich sagen, die Fackel dafür zu verschwenden. Da geht es anscheinend nochmal ab. Was steht auf dem... Steht da was auf dem Wegweiser? Da beginnt ein Trail, also ein Wanderweg. Eine Meile bis Milton, wenn ich davon ausgehe, dass wir in den USA sind. Ah ne, das ist eine Pfeil. Brücke von Fichtensturz. Aha. Wir sind auch aus dem in den USA, natürlich sind wir in Kanada. Hm. Ja, okay. Wir sind ein Kilometer. Gibt der... Huch. Der hat aber auch schon bessere Zeiten gehabt. Da vorne ist ein Wolf. Wieder mal. Der entfernt sich von uns. Okay, den kann ich... Ja. Ja. Ich brauche ein Brecheisen dazu. Und da ist nichts. Jetzt ist er weg. Das heißt nicht, dass er wirklich weg ist. Das heißt einfach nur, dass ich nichts sehe. Hm. Gar nichts. Ja, eigentlich habe ich ja bisher immer gemacht, dass ich die Motorhaube aufgemacht habe. Ist auch verschlossen. Wir kommen zwar nicht vorbei, aber wir können dennoch einsteigen. Hier ist nichts. Immer schön nach dem Wolf Ausschau halten. Noch mehr Trockenfleisch. Also der Wolf ist nicht weg, der ist nur außer Sicht. Und er ist nicht allein. Wunderschön. Scheint nichts drauf zu sein. Ein Stück Stoff. Ja, also so leere Handschuhfächer habe ich wirklich noch nie gesehen. Was ich alles in meinem Handschuhfach habe. Interessant. Nein, nicht schon wieder eine Streichholz. Okay, ich muss wirklich sicherstellen, dass ich dahin klicke, wo ich hinklicke. Wird jetzt immer ein bisschen kritischer mit dem Wolf, weil wir kommen näher an ihn. Ach, guck mal, eine Baumwollmütze. Die ist zwar nicht so super in Schuss, aber...
Ja, sie ist gefroren. Dann brauche ich sie auch noch nicht aufziehen. Das wäre natürlich lustig. Die Zipfelmütze guckt da noch durch. Ja. Ich frage mich halt, ob wir zu diesem Trail gehen sollen oder die Straße. Na toll. Schuhe. Also das würde man bei mir im Auto nicht finden. Auch kein Brandbeschleuniger. Eher ein haufenweise Papiertüten. Einen Lampenschirm in dieser gesamten Welt gibt, wo was dahinter ist. Wahrscheinlich würde man da auch nur CDs finden. Ah, nein, da ist ein Wolf. Ja, inzwischen wird es uns richtig, richtig kalt. Und ich gehe jetzt dann doch mal Richtung Trail. Ich möchte einfach gucken, ob es dort irgendwas gibt, wo, was wir nutzen können. Im Journal steht, Folge der Straße, wo führt sie hin? Und hat Astrid vielleicht auch diesen Weg genommen? Okay. Wir müssen tatsächlich der Straße folgen. Das heißt, vermutlich wird es nicht sehr viel Sinn machen, dann in Richtung... Ich höre aber was quietschen. Hört ihr wahrscheinlich auch. Cold is making my head feel thick. Ja, das kann ich mir vorstellen. Trotzdem können wir mal gucken, ob wir hier irgendwas sehen. Aber ich sehe nicht viel. Nicht viel, was uns hilfreich sein könnte. Wir könnten da drüben über den Baumstamm auf die andere Seite. Ich denke, das werden wir machen. Ich habe zumindest auch keine Wölfe oder sowas gesehen. Was mir eigentlich so das Wichtigste ist gerade, ja. Springen ist keine gute Idee. Ich sehe auch noch immer keine Wölfe. Und es ist uns dann natürlich inzwischen beträchtlich kalt. Es fühlt sich wie minus 19 Grad an. Das ist nicht sehr warm. Ich suche eigentlich einen Unterschlupf. Ich meine, wir sollen die Straße weitergehen, ich weiß. Nur das Problem ist, da wartet ein Wolf auf uns. Da gibt es Pilze, das ist super. Die nehmen wir gerade mit. Leider nur zwei, wir brauchen drei für einen Tee. So. Ja. Cold. Jetzt beginnt das Unterkühlungsrisiko. Komm. Ich fürchte, wir werden wahrscheinlich bald auf diesen Wolf stoßen. Ich will noch mal ganz kurz ins Inventar schauen. Wir haben aber nicht viel. Wir haben nicht viel, um uns zu verteidigen. Knie, dann kommen wir quasi gar nicht mehr voran. Okay, wo ist der Wolf? Der war doch vorhin hier entlang gelaufen. Ist aber nichts mehr zu sehen. Jumpscares habe ich ja nicht so richtig Lust, wenn ich ehrlich bin. Okay. Jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Wir haben jetzt gerade echt ziemlich viel Pech. Da vorne ist ein Auto. Komme ich eigentlich zur Not auf diesen Baumstamm? Ja, komme ich. Ich haue alte Ausschau nach dem Wolf. Ich hoffe echt, ihr seht noch irgendetwas.
ganz schon kurz, ganz, ach, wir haben genügend Streichhölzer. Genügend. Über 50 Stück. Ist natürlich jetzt auch nicht die cleverste Idee. Bei Nacht unterwegs zu sein, wo das natürlich auch die ganzen Wölfe machen, das ist ja klar. Aber wir haben hier nicht wirklich... Okay, ich höre von da oben, ja. Hier unten scheint... Ja. Er wird müde. Wir haben keinen Unterschlupf. Der Kofferraum ist verschlossen. Wir haben leider auch keinen Schlafsack dabei, sonst könnte man sagen, ja, juhu, dann suchen wir uns irgendwo eine ruhige Stelle, wo vielleicht kein Wind geht. Man sieht echt verdammt nochmal nicht viel. Aha. Der Wolf hat sich das Kaninchen geschnappt. Ich dachte erst, er geht auf uns zu, deswegen habe ich sofort natürlich... Nein! Du sollst ihn werfen. Komm, 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 aus, aus, aus. Einsammeln. Oder wir nehmen uns gerade das Fleisch raus. Er mir jetzt angefallen. Okay, er rennt da drüben lang. Solange er mir nicht in die Arme läuft, ist mir das gerade ziemlich egal. Nein, hör doch mal auf. Wolf ist links. Das ist gut. Dann ist er wenigstens in die richtige Richtung gelaufen. Aber es ist... Alter Schwede. Ja, jetzt riechen wir natürlich auch noch. Und ich weiß jetzt auch nicht... was ich jetzt als nächstes machen soll. Wir haben ja keinen Unterschlupf. Die Karte ist... ist für mich genauso neu wie für euch. Ich überlege gerade, ob ich nicht mal hier zumindest mal irgendwo einen Windschatten suche. Ja, dann lass uns doch mal ein Feuer machen. Genau, mit einem Stock. Ach, Mist. Are you serious? Ruhig Blut, ruhig Blut. Wir haben genügend Stöcke, wir haben auch genügend Streichhölzer. Ach, wunderbar. Komm. Bevor es da wieder ausgeht. Ja. Ich habe auch genügend Stöcke. Was können wir denn? Dann machen wir auf jeden Fall erstmal das. Ja, die Frage ist, ja, wir brauchen eigentlich jetzt keinen Hagebuttentee. Ich schaue mal ganz kurz in das Inventar, was wir zu spachteln haben. Aber davon können wir auch nichts warm machen. Da vorne können wir noch ein paar Hagebutten sammeln. Ich glaube, wir machen Hagebutten. Beziehungsweise erstmal natürlich noch ein bisschen Feuer. Und dass wir zumindest, weil es jetzt was Warmes trinken, es ist zwar eigentlich, wir brauchen zwar jetzt nichts wegen medizinischen, aber wir haben nichts anderes, was uns bei der Wärme hilft aktuell. Temperatur steigt, das ist mir nämlich gerade das Wichtigste, weil wir haben echt ein, das Unterkühlungsrisiko ist auch fast weg. Und dann mache ich jetzt gerade mal zubereite glänzende Lackporlinge. Ja, das können wir eigentlich auch mal machen. Beziehungsweise, Moment. So. Das machen wir nochmal. Was sagt das Feuer?
Wir nutzen die Zeit. Es ist eh Nacht und viel können wir gerade eh nicht machen. Die Sicht ist auch schlecht, wobei sie jetzt ein bisschen besser geworden ist. Nein, nicht wirklich. Und... so... dann machen wir. Wir könnten eine Fackel machen. Was verwendet das denn? Ein Stock, ein Stoff, drei Stöcke, ein Stoff und ein bisschen Lampenöl. Ja, das ist gut. Weil die eine Fackel, die wir haben, ist bald fertig. Und ich mache direkt noch... nein, 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 nein. Moment. Das sollte uns nicht ausgehen gerade. Gut. Jetzt haben wir die auch alle zubereitet. Wir können noch einen Bartflechtenverband machen. Dann machen wir das doch gerade. Gut. Ja, da könnten wir halt noch mehr Stoff. Wir haben jetzt halt... wir haben 7 Stoff? Echt? Wo haben wir denn so viel Stoff her? Haben wir da echt so viel Stoff gesammelt? Ja, krass. Ja, Tatsache. Leider ist es zu dunkel. Boah, das Wetter ist echt ungemütlich. Was ich will jetzt... wie viele Stöcke haben wir eigentlich noch? 23, das reicht nie und nimmer, um bis in den nächsten Morgen zu kommen. Wir müssen vermutlich weiter. Ich warte noch kurz, bis das Feuer aus ist. Wir nutzen die Wärme, solange es geht. Ja, da hast du recht. Okay, es reicht. Wir holen uns gerade noch die Hagebutten mit. Wir schnappen uns wieder die schlechtere der Fackeln. Wir sehen auch wieder jede Menge Bartflechten. Jede Menge Bartflechten, alter Schwede. Ja, super. Wenn das so weitergeht, sind wir bald unsere Streichhölzer los. Hier gibt es auch wieder Hasen. Aber Essen ist gerade nicht unser Problem. Okay. Ich sehe zwar selber nichts, aber ich gucke trotzdem. Wir müssen die Straße mal wieder finden. Ich habe die voll aus den Augen verloren, nachdem wir ja da mit dem Wolf gerungen haben. Aber das könnte sie wieder sein. Wir gucken noch ins Journal. Folge der Straße. Wir müssen weiter. Das ist die Straße. Die Richtung ist weiter. Da vorne liegt wieder... nein, da läuft ein Hirsch. Jetzt läuft er weg. Ja. Da unten geht jetzt auch eine Straße lang. Jetzt ist natürlich die Frage, die ist zwar von Bäumen verschüttet. Speichervorgang. Warum wird hier gespeichert? Ach, guck mal. Wir haben Unterschlupf. Ich hoffe, ohne Freunde. Was ist das? Ein umgeschüttet, irgendwas umgefallenes. Fässer. Eine Schubkarre. Okay, ich höre einen Hirsch weglaufen. Ist das ein Feuerfass? Ah, Tatsache. Ja, dann gehen wir mal hinein. Speichervorgang. Es ist dunkelst, alter Schwede. Ich mache hier mal Licht. Oh, das sieht natürlich verlassen aus etwas. Sportsocken. Ach Gott. 3, 4, fast 4 Liter. Fast 4 Liter, das ist der Hammer. Ja, hier können wir leider nicht schlafen. Na, das ist doch super. Eine Cargo-Hose. Naja, ich weiß ja nicht. Wir können hier schlafen. Perfekt, Leute. Perfekt.
Wir haben genügend Kalorien. Ich werde trinken. So. Ah, das Fitzelchen können wir uns noch reinzwirbeln. Wie sieht's jetzt aus? Müssen wir nochmal trinken? Nein. Genau. Uns geht's gut. Ich guck mal nach der Kleidung. Das wollt ihr bestimmt auch sehen. 1,1, 0,4. Die ist um einiges besser. Fantastisch. Ansonsten haben wir noch Sportsocken gefunden, aber die sind bei 0,20 und die sind bei 0,40. Also hier sieht man nochmal die Sportsocken, die wir gefunden haben. Die sind sogar in so schlechtem Zustand, dass sie fast gar keinen Schutz haben. Die ist inzwischen aufgetaut. Ach Gott, das sieht ja läppisch aus, ganz ehrlich. Komm, setz die hier auf und setz die hier auf. So. Genau. Die ist nur zu 3% nass. Ist mit 30%... Ach, wir trocknen auch gerade. Das ist natürlich schon praktisch. Sonst haben wir keine Kleidung, wenn ich das sehe. Gut, wir könnten noch... Okay. Die sehen ja eigentlich so aus wie Stadtschuhe, aber sie haben Werte von 0,8, 0,4, 10, 2 und minus 3. Die haben 0,6, 0,6, also sind ein bisschen schlechter, ein bisschen besser halt hier. 30%, 5% gegen Tiere. Aber gerade die Temperatursache ist für mich eigentlich reizvoller. Außerdem sehen wir damit auch etwas schicker aus. Ja. Und bevor ich jetzt lange noch herum tatarantandaradaie, würde ich sagen, hauen wir uns aufs Ohr. Wir gönnen uns 8 Stunden. Und ich sage gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis bald.